Ja, ein herzliches Salam alaikum und grüß Gott. Servus, moin moin. Ich freue mich, hier lesen zu dürfen. Ja, Assalamu alaikum. Hier winken schon, mein Harem ist da und winkt. Ich bin Kalif Kasim und lese heute aber aus Post von Karl-Heinz, nicht von aus dem Buch Mein Kalifat. Ich lese und spreche heute über das Thema Hass. Und das ist ja, Nils Buckeberg sagte, das ist ein buntes Programm, es ist bunter Hass. Hass ist eigentlich immer scheiße. Ich muss drüber lesen und sprechen, nicht weil ich das gerne tue oder weil es mir Spaß macht. Hass ist ein Thema, das zu mir gekommen ist, automatisch. Man hat dieses Problem, wenn man in irgendeiner Form anders ist. Und in meinem Fall ist es eben meine Hautfarbe. Ich werde als fremd wahrgenommen, der Muslim, ja, der Islamist. So etwas kommt und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich habe mit Hass und Rassismus zu tun seit Anfang der 90er Jahre. Sie erinnern sich vielleicht, da gab es ja schon Vorfälle und eine sehr üble Stimmung in Deutschland, ja. Rostock-Lichtenhagen, Eberswalde, Greifswald, Mölln, Solingen und so weiter und so fort. Diese Orte haben sich alle fest in mein Hirn eingebrannt. Da sind Menschen gestorben, sind Menschen umgebracht, ermordet worden, weil sie als fremd wahrgenommen wurden. Ich habe damals, Anfang der 90er Jahre, als damals 16-, 17-Jähriger, meine ersten Hassbriefe bekommen, weil ich mich öffentlich geäußert habe, als Schüler. Ich war politisch völlig unversiert, aber interessiert und ich habe mich aufgeregt über diese Stimmung, die es da gab und ich warne vor einer Überfremdung Deutschlands, solche Sätze fielen damals. Es hat mich aufgeregt, ich habe mich geäußert, auch in Zeitungen, in kleinen Kommentaren und also auf Schülerseiten, die es damals in Zeitungen gab. Und daraufhin bekam ich meine ersten Hassbriefe, damals noch per Post, anonym allesamt und handgeschrieben getippt. Dieser Hass ist über all die Jahre mehr geworden, zumindest der geäußerte Hass. Ich glaube, da war er schon immer. Ich meine, wir haben in diesem Land eine sehr furchtbare Geschichte. Es gab schon mal Hass, der mörderisch war, auf eine noch nie dagewesene Art und Weise. Er ist aber für mich spürbar geworden, schon auch durch das Thema Internet. Als es also E-Mails gab, konnten die Leute plötzlich scheinbar anonym Briefe schreiben, E-Mails schreiben und mich beschimpfen. Es ist also durchs Internet mehr geworden. Sehr leidvoll mehr durch 9/11, weil dann plötzlich alle Muslime Opfer oder Ziel waren von Angriffen, von verbalen Angriffen und auch von tätlichen. Es ist 2010 massiv mehr geworden in dem Jahr, dank Thilo Sarrazin, der ein Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab, das erfolgreichste Sachbuch in der Geschichte Deutschlands. Das muss man sich mal vorstellen. Das erfolgreichste Buch in der Geschichte Deutschlands, in dem er die These vertritt, Muslime sind genetisch bedingt dümmer als Deutsche, womit er sagt, Muslime können keine Deutschen sein und wir müssen uns also vor einer Zuwanderung schützen. Dieses Buch hat dazu geführt, dass der Hass, der geäußerte Hass, massiv mehr wurde. Ich habe das in meinem Postfach gespürt. Und dann wurde es noch mal mehr 2015 durch die Flüchtlingsthematik, weil einfach sehr viele Menschen kamen. Und natürlich war das auch eine Herausforderung. Natürlich lief nicht alles glatt. Das führt aber dazu, dass alle Menschen, die als Muslim wahrgenommen werden, plötzlich den Kopf hinhalten mussten für alles, was schief. Ein nächster Dammbruch war 2017, der 24. September, ein Datum, das sich ebenfalls mir fest in mein Hirn eingebrannt hat. Das war die vorletzte Bundestagswahl, in der es eine in weiten Teilen rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme Partei in den Deutschen Bundestag geschafft hat. Und zwar nicht knapp über 5%, sondern weit drüber, 12,96%. Und an dem Tag, an diesem Sonntag, bekam ich eine Mail anonym in meinem Postfach, ich war damals Korrespondent in Wien für den Spiegel. Ab heute gibt es für Menschen wie dich nur noch einen Platz in Deutschland, Doppelpunkt, am Galgen, ganz viele Ausrufezeichen. Und ich wusste, aha, das ist der Ton, der jetzt in Deutschland herrscht und mit dem ich klarkommen muss. Und ich hatte einen Streit mit einem Kollegen, weil ich solchen Leuten immer relativ harsch antworte. Ich nehme das nicht hin, sondern ich antworte und erteile eine passende Antwort. Und dieser Kollege rief mich an, und weil es hatten sich offensichtlich Leserinnen und Leser beschwert und sagten, der Kasim ist immer sehr brutal in seinen Antworten. Und der Kollege sagte, ja, aber du musst mit den Leuten auf Augenhöhe reden. Wo ich dachte, wie tief soll ich sinken, um mit diesen Leuten auf Augenhöhe zu sein? Und dann sagte er, ja, und wir müssen auch die Sorgen und Nöte ernst nehmen, wo ich denke, ja, klar, aber das berechtigt niemanden, mir Morddrohungen zu schicken, die ich zuhauf bekomme oder dass ich an den Galgen gewünscht werde.
Und dann fiel der Satz, wo er sagte, und vergiss nicht, das sind auch alles unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Wo ich dachte, was bedeutet das? Steht irgendwo im Abo-Vertrag einmal die Woche die Zeitung und ich darf 3 Morddrohungen pro meiner Wahl an den Autor meiner Wahl schicken? Das steht da nicht drin. In meinem Arbeitsvertrag steht auch nicht drin, hat Morddrohungen hinzunehmen. Ich bin nicht bereit, das hinzunehmen und wehre mich mit Worten dagegen. Und habe dann also angefangen zu schreiben und Dialoge zu führen. Daraus ist dann, das war gar nicht die Absicht, dieses Buch Post von Karl-Heinz entstanden. Und das lese ich Ihnen jetzt mal vor, was Karl-Heinz mir da geschrieben hat. Nämlich ein Brief, wie ich ihn gewohnt bin im Ton. Karl-Heinz schreibt mir unter Angabe seiner vollen Adresse am 29. November 2016 um 14.03 Uhr. Herr Kasim, Sie sind ein Schmierfink, der nur antideutsch denkt und schreibt. Ich habe noch nie etwas Vernünftiges aus Ihrer Feder gelesen. Noch nie. Sie erlauben sich wirklich etwas, als Ausländer uns Deutsche belehren zu wollen, in ihrem überheblichen Ton. Komm du, Schreiberling, zu mir, dann zeige ich dir, was ein echter Deutscher ist. So etwas sollte man mir nie schreiben. Ich antworte am selben Tag, 17.25 Uhr, lieber Herr S., haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich freue mich sehr über Ihre Einladung, sehr gerne komme ich zu Ihnen. Da ich zufälligerweise mit meiner Familie, in Klammern Großeltern, Eltern, Geschwister, 3 Ehefrauen, die 4. konnte nicht, die liegt gerade im Kreissaal und kriegt unser 6. gemeinsames Kind, 8 Kindern, 17 Cousinen, 17 Cousins und 22 ihrer Kinder ohnehin in ihrer Nähe auf Urlaub bin, würde ich gerne gleich am Sonntag, 4. Dezember, vorbeischauen und mit Ihnen Advent feiern. Wir alle freuen uns sehr, von Ihnen zu lernen, was ein echter Deutscher ist. Mit besten Grüßen, Hasnain Kasim. So, das habe ich von meiner offiziellen Spiegeladresse geantwortet, ja? Man könnte also annehmen, wenn man das bekommt von einem Spiegelkorrespondenten als Antwort, dass der das nicht so ernst meint. Nicht so Karl-Heinz. Karl-Heinz schreibt am Tag drauf, 7 Uhr morgens, nur einen Satz. Soll das ein Witz sein? 2 Fragezeichen, ein Ausrufezeichen. Meine Antwort um 11.45 Uhr. Lieber Herr S., nein, keineswegs. Wir sind wirklich in Ihrer Nähe und freuen uns sehr über Ihre Einladung. Eine kleine Frage noch. Da wir mit der Großfamilie kommen, wo können wir unsere Busse parken? Wir sind mit 2 großen Reisebussen unterwegs und ich habe Sorge, dass man in XXX, was ja ein eher kleiner Ort zu sein scheint, keinen Parkplatz findet. Und da wir Ihre Frau und Sie nicht übermäßig beanspruchen wollen, Tee und Kekse genügen. Kuchen bringen wir mit, außerdem 3 Ziegen, die wir in Ihrem Garten schächten können. Haben Sie eine Feuerstelle, wo wir Sie anschließend grillen können? Frau 1 und Frau 2 können hervorragend grillen. Sie werden staunen. Herzliche Grüße und bis bald, Ihr Hasnain Kasim. Karl-Heinz antwortet 13.07 Uhr am selben Tag. Das war ein Witz. Außerdem sind wir am Sonntag gar nicht zu Hause. So, da wusste ich, ja, jetzt habe ich ihn am Haken. Jetzt habe ich ihn am Haken. Jetzt nicht mehr loslassen. Also antworte ich am selben Tag, 19.50 Uhr. Lieber Herr S., machen Sie sich keinen Stress. Wir kommen einfach vorbei und klingeln und dann schauen wir weiter. Macht nichts, wenn Sie nicht da sind. Wir haben ein Festzelt dabei. Das können wir in Ihrem Garten aufbauen und feiern dann in Gedenken an Sie und an Deutschland Advent. Sollten Sie dann am Abend nach Hause kommen, stoßen Sie einfach dazu und feiern Sie mit uns. Herzliche Grüße, Hasnain Kasim. PS, könnten Sie vielleicht, bevor Sie Ihr Haus verlassen, einen Gartenschlauch bereitlegen, damit wir Ihr Grundstück nach der Schächtung reinigen können? Karl-Heinz schreibt am nächsten Morgen, 10 Uhr, das meinen Sie alles nicht ernst. Sehr lustig. Ich mag Ihren Humor. Man hört da einen leisen Zweifel zwischen den Zeilen. Ja? Ich glaube nicht, dass er den Humor mag. Egal. Ich antworte um 14.06 Uhr, Herr S., seit wann haben wir Muslime Humor? Sie wissen doch selbst, dass wir keinen haben. Warum nehmen Sie jetzt Ihre Einladung zurück, wo Sie mir doch geschrieben haben, ich solle zu Ihnen kommen, um zu lernen, was ein echter Deutscher ist? Sagen Sie, was Sie wollen. Wir kommen. Und wir freuen uns. Beste Grüße, Hasnain Kasim. PS, denken Sie an den Gartenschlauch. Ich möchte keinen Ärger mit meinen Frauen kriegen, wenn wir nicht grillen können und mit einer hungrigen Großfamilie nach Hause fahren. Das ist kein Spaß. So, und jetzt ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Ich kenne Karl-Heinz nicht. Ich stelle mir vor, es ist jemand meiner Elterngeneration. Also in meiner Generation heißt niemand Karl-Heinz. Und ganz unten bei den Jungen ist der Name auch noch nicht angekommen, glaube ich. Also ein älterer Mann, der verheiratet ist und mit seiner Frau da sitzt und ihr das erzählt. Und die Frau sagt ihm, Karl-Heinz, tu was, die kommen. Ja, auf jeden Fall schreibt er mir eine Mail, mit der ich nicht gerechnet habe, nämlich, sehr geehrter Herr Kasim, ich möchte mich für meine erste Mail bei Ihnen entschuldigen.
Ich meinte es nicht ernst mit dem zu mir kommen und ja, ich ärgere mich oft über sie. Aber ich habe unbedacht reagiert und meinte es nicht so. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Advent. Und dabei hätte ich es eigentlich belassen müssen, aber ich konnte nicht anders, als ihm zu antworten um 16 Uhr, Karl-Heinz, wir kommen. Ob du willst oder nicht, also mach den Gartenschlauch klar. Das ist der Dialog mit Karl-Heinz. Ob das klug ist, so zu antworten oder nicht, das ist eine zweite Frage. Darüber darf ich dann in der zweiten Session nachher um 14 Uhr vielleicht ein bisschen was erzählen. Nils, ich darf zu dir kommen, ja? Komm bitte zu mir. Ein Riesenapplaus für Hasan Kasim. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, dich zu sehen. Ja, danke schön. Ich habe das letzte Mal gesehen, als du bei mir im Podcast zu Gast warst. Genau. Und du hast ja in der Zwischenzeit, wie gesagt, das ist ja gar nicht dein aktuellstes Buch, sondern dein aktuellstes Buch heißt Mein Kalifat, in dem du dich als zum Kalif ernannt hast und das Kalifat ausgerufen hast. Genau. Wurde mir ja auch ein Visum erteilt hast. Ich habe ja ein Visum zu deinem... Du hast eins, ja. Ja. Wobei, das kommt mir, diese Atmosphäre hier ist ein bisschen wie eine Ausländerbehörde. Passt. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich das Visum habe. Ja. Aber sag mal, Hasan, dieses ganze Buch Post von Karl-Heinz, auch der Nachfolger, die handeln davon, dass du in den Dialog mit diesen Leuten getreten bist, die dir diese Hassbotschaften geschickt haben und so. Ich habe jetzt 2-3 Mal in meinem Leben, habe ich mich auf so Diskussionen mit Trollen auf Twitter eingelassen oder so. Und man merkt schon, wenn man länger mit denen spricht, dann gibt es so einen Moment, in dem die anfangen zu bezweifeln, dass ihr, wie du das ja auch beschrieben hast, ihr Gesprächseinstieg so klug gewählt war oder dass sie eben übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber da du dich da so viel mit beschäftigst oder beschäftigt hast, gibt es nicht immer wieder diesen Zeitpunkt, wo man sagt, oh, Leute, warum tue ich mir das eigentlich an? Doch, also diesen Moment gibt es natürlich immer. Und ich frage mich das oft, aber dann wiederum merke ich erstens mal, es gibt schon einen Teil, den man bekommt. Denn es ist ja nicht jeder per se gegen irgendetwas, sondern es ist ja oft auch ein Frust, der da abgelassen wird über etwas ganz anderes. Da sind Leute, die haben, und deswegen ist dieser Punkt Sorgen und Nöte ernst nehmen, ein Stück weit ist da ja was Wahres dran. Es gibt Leute, die haben ihren Job verloren, haben eine Gehaltskürzung bekommen oder haben Streit mit der Partnerin, mit dem Partner, mit den Kindern, was auch immer. Und dann kommt so ein Journalist wie ich, der einen Kommentar schreibt in irgendeiner Zeitung, in irgendeinem Radiosender, in irgendeiner Internetseite oder auch in den sozialen Medien, schreibt das etwas, was die völlig aufregt und dann bin ich das Ventil, dann lassen sie es alles an mir ab. Das ist natürlich nicht die Aufgabe, die ich als Autor und als Journalist mir gewünscht habe, sozusagen Therapeut zu sein, aber offensichtlich ist das heute der Fall. Und dann gibt es die Leute, die tatsächlich inhaltlich Kritik haben. Und natürlich darf man mich kritisieren. Natürlich darf man meine Artikel doof finden und kritisieren. Man darf mich auch als Person doof finden. Man darf auch die Flüchtlingspolitik Deutschlands doof finden. Die Frage ist, wie äußere ich das? Wenn ich sage, alle an der Grenze abknallen, dann muss ich sagen, nee, Freunde, so reden wir in einer zivilisierten Gesellschaft nicht miteinander. Wenn aber jemand sagt, ich habe Unbehagen mit der großen Zahl an Menschen, die kommen und wir müssen drüber reden, naja, natürlich darf man das äußern. Und dann kann ich nur sagen, lasst uns zusammensetzen und drüber reden. Und dann kommt man zu einer Lösung, man lernt sich kennen. Wenn man jemanden kennt, hasst man den nicht so schnell. Und dann weiß man mehr drüber. Oder man kommt auch zu der Lösung und sagt, nee, es bleibt beim Dissens. Und auch das muss eine Demokratie aushalten können dann. Ist das denn bezeichnend für die heutige Debattenkultur, dass das uns so schwerfällt, das auszuhalten? Dass Leute so extrem, also die verhaken sich ja oft oder verschanzen sich in so extremen Positionen, wo man das Gefühl hat, ja, da komme ich jetzt sowieso ganz schwer ran. Ja, das ist schon so. Ich glaube, dass das auch durch, ich meine, ich bin wahrlich kein Kritiker des Internets, ja, das kommt ja mal Internetkritiker. Ich lebe davon, ich liebe das und das ist eine unglaubliche Demokratisierung von Meinungsäußerung, von Informationszugang. Also das muss ich hier in diesem Rahmen ja sowieso gar nicht alles erklären. Aber es ist natürlich schon so, dass man für jeden Schwachsinn, den man äußert, Applaus bekommt und dann glaubt, ich habe Recht und ich darf das so sagen. Und das ist aber auf vielen Seiten so. Das ist vor allen Dingen bei den Rechtsextremen so, aber auch in anderen Bereichen, dass man mittlerweile anfängt, irgendwelche Dinge zu postulieren und das muss dann so richtig sein. Und wehe, man wagt eine Kritik daran, dann ist man sofort Gegner. Und ich appelliere immer, lasst uns doch drüber reden. Nur wenn ich etwas doof finde oder das äußere, heißt es ja nicht, dass ich euch nicht mag. Man kann trotzdem auch jemandem respektvoll gegenübertreten, obwohl man überhaupt nicht dessen Meinung ist. Für mich gibt es da klare Grenzen. Alles, was im demokratischen Spektrum ist, respektiere ich. Ich mag es nicht, aber ich respektiere es. Ich würde von, keine Ahnung, irgendeine linke Partei und irgendeine konservative Partei, ich würde mit den allen ein Bier trinken abends. Wenn es extremistisch wird, nicht.
Die eine Partei, die ich erwähnte, ist für mich klar jenseits der Grenze. Da sage ich ganz klar nein. Alles andere ist im Rahmen. Post für Karl-Heinz, hast du gerade eben gesagt, ist quasi aus Versehen entstanden. Mein Kalifat war jetzt eher eine halbfiktive Geschichte, in die du deine Erfahrung hast einfließen lassen. Wird diese Art Post von Karl-Heinz nochmal weitergehen? Wird es da nochmal ein Buch geben in die Richtung? Nein. Weil du einfach nicht aufhörst zu diskutieren? Nein, also das glaube ich nicht. Ich könnte im Grunde genommen 10 Bände machen davon. Ich habe ja bergeweise Dialoge und Hass und Zeug. Aber ich finde, das ist irgendwann dann auch durch. Also ich möchte das jetzt auch nicht so weitermachen. Ich habe so viele andere Pläne und Wünsche, die ich machen möchte und Ideen, dass das erstmal Vorrang hat. 1A, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Du kommst ja heute auch noch zweimal bei uns hier auf die Bühne. Ein Riesenapplaus für Hasnain Kazım. Vielen Dank. Danke, dass du bei uns bist. Dankeschön. Thank you.